Diesmal habe ich gar kein konkretes Projekt, sondern ich möchte einfach zeigen, wie sich Plexiglas auf der CNC fräsen lässt. Tatsächlich habe ich zwei Stücke von Plexiglas, was ja eine Unterform sozusagen von Acrylglas ist, weil das einfach ein spezieller Markenname ist. Dafür geht es zunächst wieder in Fusion 360. Da sieht man dann auch schon die Bemaßung des Teststücks, des ersten zumindest. Mein Ziel diesmal war es, die Lichtdurchlässigkeit bei verschiedenen Dicken zu testen. Und dafür wollte ich sozusagen verschiedene kleine Plateaus unterschiedlicher Dicke erzeugen. Dafür starte ich bei 6 mm, weil das Teststück eben 6 mm dick ist, und gehe dann runter. Für das Fräsen von Plexiglas habe ich mir einen speziellen Einschneider gekauft. Der soll dann für schöne Kanten und insgesamt für ein schönes Schnittbild sorgen. Für die Einstellung wähle ich 1 mm für die Tiefenzustellung, für den Vorschub 500 mm die Minute. Das kann ich aber, wie auch schon mal vorher erwähnt, nach Bedarf in Estelcam auch noch runter regulieren. Diesmal habe ich das Werkstück einfach mit Schrauben fixiert. Das ist sicher und in dem Fall auch gar kein Problem. Man muss aber eben schauen, dass der Fräser sich nicht durch die Schraube arbeitet. Da gibt es auch genug Videos zu auf YouTube, weil dann zerfetzt es einfach den Fräser. Und in dem Fall ist es schon ein bisschen teurerer Fräser, weil es speziell für Acrylglas gemacht ist. Jetzt beim Fräsen sieht man auch schon wieder einiges. Zunächst sieht man, dass das Fräsen von Plexiglas eine ziemliche Sauerei ist, weil das wegen der elektrostatischen Anziehung pappen diese feinen Späne wirklich überall dran und sind auch mit dem Staubsauger nicht gut zu entfernen. Aber, bin mir nicht sicher, ob man das sieht, aber das fräst sich wirklich butterweich. Das liegt auch daran, dass das Acrylglas ja sehr einheitlich ist. Also man hat nicht wie im Holz diese natürlichen Unterschiede in der Dichte, sondern das ist eben ein Blockmaterial, was sich hervorragend fräsen lässt. Viele der Aufnahmen sind in Zeitraffer zu sehen und das auch noch in unterschiedlichen Tempos. Und deswegen habe ich probiert, im Hintergrund meistens eine Uhr anzubringen, dass man auch so einen groben Überblick hat, wie schnell es denn jetzt in Echtzeit wäre. Ach, und natürlich habe ich auch diesmal wieder einiges schon in Fusion versiebt und muss dann eben nachjustieren. Das zweite Stück ist auch Plexiglas. In dem Fall ist es weniger transparent, weil das schwarz durchgefärbt ist. Hier am Ende zeige ich einfach nochmal die zwei fertigen Platten. Mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich eben genau das, was ich testen wollte, diese unterschiedliche Transparenz bei den verschiedenen Dicken auch testen kann. Das hat gut geklappt. Da ist es auch nicht so wichtig, wenn mal eine Fräsbar nicht so sauber verlaufen ist. Und in dem Fall stören eben auch die Löcher durch diese Fixierbohrung nicht, weil ich die Stücke ja hinterher gar nicht irgendwo sichtbar anbringen werde. Bei dem schwarzen Stück sieht man natürlich nicht wirklich einen Unterschied in der Transparenz, so jetzt im Licht. Aber da ich das mit Lampen später noch anderweitig testen werde, sieht man dann durchaus einen Unterschied. Auch hier wieder Dank fürs Zuschauen.